Die YouTube-Aufnahme läuft auf YouTube. Hallöchen! Wenn ihr diese Folge seht, seid ihr leider nicht im Livestream, was sehr schade ist. Aber ihr könnt gerne mal in einen Livestream reinkommen und hier mitmachen. Auch gerne in-game mitspielen. Momentan, wir haben heute wieder Chain dabei mit Jizzle. Und wir haben Nego dabei. Das ist Silk aus dem PP-Gaming-Universum. So, gut, es kriegen alle SDR. Außer mir. Ich krieg hier den hier. Ach, da, ich habe mich übrigens immer noch nicht damit beschäftigt, das bufft immer noch das Kleine durch. Nee, das... Hä? Wieso bufft... Hä? Wieso wird jetzt der Große gebufft? Das letzte Mal wurde immer noch der kleine Segen der Rettung gebufft. Jetzt ist es der Große. What? Wieso das denn? Ich habe nichts umgestellt. Das ist cool. So, das hier. Achso, ich habe mich mit SDR gebufft. Das ist natürlich... Das ist unglaublich intelligent, sich selbst mit SDR zu... Pink, Leute, pink. So, ich gucke gleich wieder in den Chat. Wir werden aber gleich schon mal anfangen. Und dann würde ich sagen, hey, ho, let's go, sobald die hier wieder vorbeilaufen, oder? So, wir müssen mal ganz kurz... Ich muss erst wieder kurz reinkommen. Ihr kennt das Ganze. Wenn man eine komplett andere Klasse die ganze Zeit gespielt hat, ist das immer ein bisschen doof tatsächlich am Anfang. Das heißt, wir müssen kurz irgendwie versuchen, reinzukommen in das Game. Aber wir kriegen das irgendwie auch gebacken. Ach so, hier ist der Slow-Effekt. Da habe ich wieder nicht dran gedacht. So, und wir werden das schon irgendwie schaukelt kriegen, glaube ich. So, und wir tanken hier eigentlich dadurch, dass wir uns hauen lassen, tanken wir ja Gegner. Also es ist, ja, es ist relativ simpel. So, wir haben dabei übrigens hier, Silk ist 65, Jane ist nach wie vor 70. Sonst haben wir einen 62er Heal-Schaman dabei und einen 62er Krieger dabei. Also eigentlich, wobei die 62er doch geht eigentlich. Bosse sind 64, passt eigentlich. Mir wird allerdings außer Jane wahrscheinlich keine die Akku klauen können. Wobei Silk, 65 Schattenpriester, hat die besten Voraussetzungen, glaube ich, dafür, mir die Akku zu klauen. Urflechte kann ich leider nach wie vor nicht abbauen. Das heißt, da sind wir leider noch ein bisschen auf verlorenem Posten. Aber das kommt alles noch, sobald ich da mal wieder Zeit habe, da reinzugucken. So, muss ein bisschen auf Heiler-Mana diesmal auch achten. Ich hoffe, ich denke dran. Und ich muss vor allem... Ja, ich merke gerade, ich muss auch auf mein eigenes Mana natürlich auch achten. Wäre ganz hilfreich. Zumindest. So, wir können ja auch mal richten. Und natürlich Mana-Siegel drauf. Und dann passt das schon irgendwie. PP Universe. Oh. Gut, den nehmen wir natürlich gerne mit. So, wir haben... Ah, ich habe wieder den Fehler gemacht, ich habe keinen Magier. Ich hätte Magier vielleicht mitnehmen sollen. Wir hätten vielleicht einen Mage mitnehmen sollen. Wir haben Wasser dabei. Das sollte auch reichen diesmal, ohne dass mir jemand aushelfen muss. 87 Wasser, das reicht. Aber, ja. Wasser habe ich. 87 Stück, das reicht. Aber Magier wäre trotzdem cooler gewesen. Alexander! Vielen Dank! Alexander, wir müssen mal reden. Ich glaube, du verdienst zu viel Geld. Aber vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Krass. Übrigens, im Moment ist Steam Sale. Du hast mir gerade wieder ein paar Spiele finanziert. Vielen Dank. Achso, übrigens. Machen wir heute auch. Erinnere mich mal bitte nach den Sklaven da drüben dran. Vor allem meine Moderatoren sind da herzlich dazu eingeladen, mich daran zu erinnern. Wir werden auch aufgrund dessen ein Gewinnspiel raushauen und werden ein Game verlosen. Und zwar 7 Days to Die für denjenigen, der es noch nicht hat. Ist im Moment im Sale. Ich glaube, das kostet 10 Euro oder so. Das gibt es dann heute als kleines Giveaway. Dankeschön für euch. Wenn ihr 7 Days to Die schon habt, gibt es was anderes. Es gibt genug coole Spiele. So, ja, brauchen wir kurz Wasser. Und Alexander, wirklich vielen, vielen, vielen Dank. So, Streitkolben 293. Okay, ich muss Streitkolben noch skillen, merke ich gerade. Wir sind jetzt bei 293 erst. Das heißt, wir werden ein bisschen was verfehlen. Werden allerdings Streitkolben jetzt auch relativ schnell nach oben skillen können. Das Geile ist, dass das als Paladin relativ irrelevant ist, was seltsam ist, wie ich mit der Waffe zuhaue. Eigentlich könnte ich hier, keine Ahnung, unbewaffnet durchlaufen. Bräuchte nur ein Schild in der Hand. Der Rest wäre tatsächlich Wurst als Tank. Ist auch etwas seltsam. Queen2 Gaming, vielen herzlichen Dank. Bei YouTube fürs Follow. Der wird das nicht hören, weil bei YouTube streame ich ja nicht, aber trotzdem vielen Dank. Man kann ja trotzdem mal Danke sagen, gell? Haben wir den noch? Nö. Ah doch, gut. Muss ich mich da nicht drum kümmern. So. Ich meine, du musst die selber bauen. Für Lego ist man nie zu alt. Das ist allerdings richtig. Vor allem,
Es geht ja nicht darum, dass ich mich jetzt, dass ich mir beispielsweise, wir haben es gerade bei für YouTube übrigens über Lego Stadt und so weiter, dass ich mir gerne einen bauen würde, aber in Lego Worlds dann, was als Display kommen wird. Es geht ja nicht darum, dass ich mich dann da hinsetze und dieser Stadt mit Figuren hin und her spiele. Wobei die Vorstellung ganz cool wäre. Aber es geht darum, eine Stadt zu bauen. Da hätte ich Bock drauf. Dieses Kreative ist ganz, ist halt cool. Und übrigens nicht nur Lego, es gibt auch coole andere Hersteller von Klemmbausteinen, die sehr viel günstiger sind und auch Spaß machen. So. Ja, komm, ihr macht das schon. Ist das eine Elite überhaupt, der Heini? Okay, auf dem Heiler soll. Achso, ist Chain. Wenn er auf Chain geht. Doch, ist ein Elite, aber das sollte nicht wirklich viel Schaden machen können. Das sollte passen. Vor allem das Schöne ist, wenn du einen 70er dabei hast, dann ist das tatsächlich so, dass der zumindest ein ohne Problem alleine aus dem Leben schießen kann. Was da ganz nett ist. So, wir haben 8k Akku drauf. Das passt. Wir haben, glaube ich, keinen dabei, der Heilung unterbrechen kann, oder? Doch, der Krieger. Könnte Heilung unterbrechen. Ja, komm, wir nehmen schnell die Putt. Warten kurz, dann kann ich schon mal Mana wieder auffüllen. Und ja. Eiffelturm? Cool. Was? Obwohl die Namen. Was? Was? Was für Namen? Was? Namen? Was für Namen? So, hier haben wir das Problem, dass die ein bisschen vieren können. Wir stunnen hier mal. Wobei es wäre sinnvoller gewesen, den zu stunnen, der nicht Totenkopf markiert ist, weil Totenkopf wird recht schnell umfallen. Okay, wir haben sehr, sehr viel Schaden auf jeden Fall dabei. Die fallen allgemein sehr schnell um heute. Das wird eine schöne Runde, glaube ich. Ja, das ist ein 4, aber ist Wurst, den pullen wir eh gleich. Ist nicht mal gepullt. Noch besser. Intelligenz und Beweglichkeit. Das wird eine schnelle Nummer, glaube ich, hier, wenn wir ein bisschen Gas geben. Schöne Gruppe, glaube ich, bis jetzt. Mal gucken. Ich glaube, Schamane zieht jetzt auch nicht so viel Heil-Aggro. Okay, die dampfen ab. So, die hier noch. Mana sieht eigentlich auch überwiegend gut aus. Zumindest habe ich größere Mana-Probleme wie der Heiler. Das ist immer ganz, ganz von Vorteil. Gut, da geblieben. Ja, okay. Ja gut, der ist auch weggerannt. Alle kann ich nicht kontrollieren. Aber passt. Der Großteil passt. So, Streikkolben 295. Da geht noch ein bisschen was auf jeden Fall. Achso, von den Herstellern. Das stimmt allerdings. Also von den Herstellern von anderen Klemmbausteinfirmen. Oh, Crunchy startet den Heist. Lasst ihn am besten alleine losziehen. Oder stecht ihm gleich von Anfang an das Messer in den Rücken. Sonst wird es er tun. Psst. Jetzt hab ich Crunchy verraten. So, kommt dran hier. Wir richten mal Mana-Siegel. Ich glaube, wir werden insgesamt ein bisschen mehr Mana-Siegel richten. Einfach weil, glaube ich, ich glaube, das passt. So, sonst tatsächlich, man steht halt hier, wartet auf seine Ablenkzeilen, drückt. Ah, guck mal hier. Oh, cool, übernommen. Werden den übernommen? War das Silk? Ah, ne, ich bin übernommen. Okay, so geht's natürlich. Ich bin übernommen von der Tante. Wollte ich sagen. Aber ich glaube, das sind Humanoide. Das müsste Silk, müsste, glaube ich, Shadow Priest tatsächlich einen übernehmen können. Das sollte gehen. Was mit ihm hier? So, die stehen in der Weihe. Das müsste eigentlich reichen. Beziehungsweise, ja gut, der ist tot, bis ich jetzt, ja, bis er ansatzweise irgendwo wäre. Ja, komm, das geht. Habe ich gerade was? Habe ich gerade hinter mir was gepult? Wieso zieht denn hier der Heiler dauernd Akku? So krass vor allem. Der ist noch. Ja, der ist nicht weggerannt.
Den muss man so killen. Ich habe bestimmt schon wieder irgendwo Loot liegen lassen. So, ich brauche kurz Mana. Der Rest passt soweit. Crunchy, da! Wenn er keinen zum Opfern hat, stirbt Crunchy. Also tatsächlich, heute gibt es noch ein Giveaway nach der Instanz. Also tatsächlich, wenn ihr jetzt noch Gold sammeln wollt, nutzt die Gelegenheit, sammelt noch ein bisschen Gold. Kann jeder dran teilnehmen. Es lohnt sich. So, ich wollte eigentlich mehr Mana-Siegel richten. Muss mich nur selber erstmal dran gewöhnen und halten natürlich auch. Dass vielleicht ein bisschen mehr Mana-Siegel dann richten. So, der ist hin. Das soll dein Akku reichen. Wie läuft's? Sehr gut, denke ich mal. Also, gute Gruppe auf jeden Fall erwischt. Die Mobs fallen sehr schnell um. Und bis jetzt kann ich mich nicht beschweren. Heilung mehr als ausreichend auch. Alles tut die. Und vor allem genug Mana vorhanden beim Heiler. Ist auch aber ganz wichtig. Weil ich bin ja doch im Moment immer noch ein bisschen schwerer zu heilen wie jetzt gewöhnlich. Aber immerhin. So. Ich weiß jetzt nicht, wir spielen die wieder mit. In einen Haufen. Schattenmord tot. Ja, wieso verliert Zilk Leben? Ich nehme an, dass er. Die können Zauberreflekt machen, die Gegner. Und nehme an, dass er durch Schattenwort irgendwas Zauberreflekt drauf hat und deswegen verliert er Leben. Die Frage kommt vom Heiler. Deswegen musste Zilk Leben verloren haben, das kommt vor. Achso, oder man zieht sich selber Leben. So, gebannt. Was? So, da kommt Le Boss. Den nehmen wir mit, wenn er wieder nach oben geht. Brauche nämlich schnell Mana. Ach ja, immer das Gleiche hier. No Opfer, no Fun. Alter Crunchy aus 11.000 Gold. Alter Verwalter. So, wir pullen. Das sollte passen. Wir richten Kreuzfahrer, einfach weil es dann mehr Schaden macht. So, 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 so. Dazu kommt noch eine Weihe. Und dann sollen wir die Akku haben eigentlich. Weil wenn wir pflichtbewusst, wie wir sind, SDR-Buffen an alle. So, das hier noch. Übrigens, selbst Schild könnte man dann auch nochmal nachschmeißen auf Boss zumindest. Ich glaube, ich weiß nicht, ob sie das lohnt. Aber ich glaube, es lohnt sich. Schild macht doch recht viel Akku. Zumindest war es damals so. Mit Schild konnte man wirklich ohne Ende Akku aufbauen. Ach, guck mal, der Krieger ist auch auf Zack. Totems, keine Sekunde da. Das ist auch schön. So muss das laufen. Den Wunder da. Und das war's. Erster Boss. Ja, ich glaube, wir waren jetzt dreimal hier drin. Es ist dreimal die blöde Hose gedroppt. So, ich hoffe, da pullt keiner. Aber normalerweise... Wobei wir ein paar Level 62, also ich bin auch erst Level 62, aber wir haben mehrere Level 62er dabei. Ein Level 70er oder 65er wie Silk ist das kein Thema. Je höher man im Level ist, desto weniger Aggro hat man auf die Gegner. 65 müssten die schon fast grün sein, glaube ich, oder? Hier Level, ja, sind die grün. Ledergürtel mit Willenskraft. Müsste was für Druide sein. Schattenwort macht mir Schaden, wenn der Gegner nicht stirbt. Ach so. Ich habe Priester auch gespielt, aber Heilpriester zu DBC-Zeiten. Haben wir zu wenig benutzt, leider. Ein Berg gleicher Meerskunde lässt grüßen. Ja, ja. So, kriegen wir übrigens pro Gegner 5 bis 6 Ruf, weil wir Mensch sind bei der Expedition des Szenarios, was auch ganz cool ist. Wir können gleich mal gucken, das sind wir, wenn wir da wohlwollend sind beispielsweise, kriegen wir auch natürlich da geile Items, die wir uns dann kaufen können. Mit ehrfürchtig natürlich noch bessere Items, aber ich wäre jetzt mit Wohlwollen schon mal zufrieden. Wir können gleich mal reingucken, wie es da ruftechnisch aussieht. Ich glaube, das Schöne ist tatsächlich,
Das heißt, mit dem Krieger, glaube ich, hätte ich das nie geschafft. Ich kann hier nebenbei mein Ruffenster aufmachen und kann einfach Brain AFK hier die Gegner tanken. Okay, wir brauchen erstmal Mana. Expedition ist Szenario. Oh Gott, neutral. Okay, so viel zu dem Thema. Erstmal freundlich werden. Na, da geblieben. Da kommt gerade die andere Putt. Kommen die bis hier rum? Ich glaube, die dreht hier wieder um, oder? Ich glaube nicht, dass die bis hier durchkommt. Ich hoffe es zumindest jetzt nicht. Wobei, wenn nicht, können wir die auch mitspielen. Also, dann sterben werden wir nicht. So, Streikhaufen 298er dreht um. Passt. So, da ist die nächste Gruppe. 28 Mana. Also 28% Mana. Hauen gleich schon mal einen Mana-Drang rein. Müsste aber passen. Das Schöne ist, dass wir einen Krieger dabei haben. Mir ist das völlig egal. Dem ist das sogar recht, wenn ich recht schnell hintereinander pulle, weil er vielleicht noch ein bisschen Wut übrig hat. Ach ja. Krieger ist auch eine schöne Klasse. Kann man nichts sagen. Weil Paladin hat echt, also tanken mit dem Paladin, zumindest in Gruppen, ist halt echt mega easy. So, einmal die Dinger hier auspacken nebenbei. So, dann aber bald schon Boss Nummer 2 und Boss Nummer 3 und dann sind wir schon fast wieder durch mit der Nummer. Einmal hier hoch, einmal hier rum. Falls einer die Quest braucht, ich hoffe, der schreibt das dementsprechend. Dann können wir das mal. Müssen wir noch oben zum Druiden. Machen wir. So, oben zum Druiden können wir machen. Kein Thema. Gehen trotzdem hier an der Seite runter und spielen das dann. Perfekt. Kein Thema. Gibt sowieso A, ich brauche natürlich die Erfahrungspunkte. Wir sind jetzt bei 57%. Und B, den Ruf nehmen wir natürlich auch gerne mit. Von dem her alles Puddy. So, Weihe noch hin platzieren. Dann müsste das soweit passen. Na, Jägerpad übrigens ein bisschen, muss man ein bisschen aufpassen. Aber Chain weiß das und Chain macht das. Aber tatsächlich immer ein bisschen aufpassen, wenn man irgendwo runterdroppt beispielsweise oder es zum Kampf schickt, wo es denn lang läuft. Wäre nicht die erste Tour durch Jägerpad. Gerade in Classic war es eher die Regel, wenn mal Vibe war von irgendwas oder 25 Mann gestorben ist, war es ein Jägerpad. Hab das schon im Auge. Chain, ich weiß doch. Also wenn tatsächlich sich jemand auskennt mit World of Warcraft Classic, ist es Chain. Da zieh ich meinen Hut. Die nicht vorhandenen. So. Jetzt können sie da dementsprechend hoch. Die werden sie jetzt hoffentlich nicht pullen. Müsste passen. Was genau ist das WTF für 15.000 Kanalpunkte? Das kann man nicht beschreiben. Es wird, also bei WTF passiert etwas. Es ist völlig, also es kann alles passieren bei WTF. Es kann alles, sagen wir mal so, es kann alles passieren. Es kann auch sein, dass du bei WTF gebannt wirst und nie wieder auf diesem Kanal irgendwas sehen kannst. Könnte auch passieren. Also es kann wirklich, es kann alles passieren. Ist WTF freigegeben überhaupt? Ich glaube, das ist noch gesperrt, oder? Können wir heute tatsächlich freigeben, weil gerade am Freitag geht's, weil ich das Ganze für YouTube bei Einzelaufnahme aufnehme und nicht den kompletten Stream hochlade. Krieg bei WTF, wenn ich irgendwelchen Blödsinn mache, habe ich das Problem, dass ich gebannt werden kann. Deswegen kann ich das nur machen, wenn ich die Folgen einzeln aufnehme. Nope ist gesperrt. Können wir heute mal wieder freigeben und Crunchy wäre der Erste, der es sofort auslöst, glaube ich. Hatten wir übrigens schon ein paar Mal. Es ist relativ interessantes Zeug passiert, glaube ich. Aber ich muss halt echt aufpassen, dass ich da nicht irgendwie aufs Dach kriege für. So, komm, die nehmen wir noch mit. Die können übrigens, also ich kann mich hier außerhalb der Sichtlinie stellen, ist aber irrelevant, weil das eh alles Nahkämpfer sind. Aber die Macht der Gewohnheit macht man das so. Johnny Kiddo, vielen herzliches Follower, Hallöchen, herzlich willkommen. Willkommen hier im Irrenhaus. Übrigens, wenn man hier Follower wird, kriegt man 50 Gold. Mit 50 Gold kannst du am Gewinnspiel nachher teilnehmen. Das müsste, glaube ich, sogar gehen.
Wenn nicht, einfach nur ein bisschen zugucken und dann kriegst du Gold alle 5 Minuten, glaube ich. Ist so eine Spaßwährung, mit der man dann an Giveaways teilnehmen kann hier. Und natürlich auch am Haste kann man auch teilnehmen und kann darüber auch ein bisschen Gold verdienen. Allerdings darf Crunchy da nicht mitmachen, weil sonst stirbt man. Was? Ich schaue das immer als erstes, wenn ich hier bin. Okay. Ah, da kann halt echt alles passieren. AFK? Zirk AFK. Ich glaube, wir kriegen... eine Idee weniger. Komm, wir haben Level 70 dabei. Ja, komm, wir spielen erstmal den Boss schnell. Trotz AFK, das müsste klappen. Oh, Teufelsgras. Das würde ich gerne abbauen. Ich kann hier nichts anderes abbauen. Ich baue mal das Teufelsgras einfach ab. Bin mal so frech, weil das ist das Einzige, was ich abbauen kann. Dafür konnte ich die Urfläche nicht abbauen. Und wir haben Skillpunkt 324. Muss mal gucken, ab wann Urflechte verfügbar ist. So, ich drehe den übrigens, den Boss immer. Der Krieger stand jetzt auf der falschen Seite. Der hat wahrscheinlich gedacht, ich drehe ihn nicht. Das ist Service, ich drehe das natürlich. Menjon. So, und hier können jetzt die ersten coolen Items droppen, die mir tatsächlich was als Tank bringen würden. Ich hoffe, es droppt was. Wir können nämlich noch ein bisschen bessere Items brauchen. Unsere Items sind nach wie vor eher Schrott, die wir anhaben. Und nicht wirklich zu gebrauchen, leider. So, wir haben gleich keinen Mana mehr. Uns fehlt jetzt eine Idee, deswegen dauert der Kampf natürlich ein bisschen länger. Aber trotzdem kriegen wir hin. Akku halten klappt auch. 30 Kakro auf dem Mob. Was willst du mehr? So, und ist drin ein Zauberstäbchen. Das wäre für Silk vielleicht was, aber der wird dann schon rechtzeitig da sein. Für mich leider nicht. Wir können hier Gear machen. Wenn nicht, können wir das auch gerne dann tauschen. Ich nehme an, das ist eh... Oh, Schattenperle. Cool. Das sind... Ich glaube, die ist 4-5 Gold wert, tatsächlich. Nicht schlecht. Leeroy! Nein! Nee, Leeroy machen wir heute nicht. Wobei, könnte man bei WTF mal machen. So einfach mal irgendwo reinrennen und die Gruppe viben. Mach den Boss fertig auf wie mit Gebrüll. Aber selbstverständlich. So. Den ja zuerst. Nicht, dass es wichtig wäre, aber fürs Gefühl. Dann stelle ich mich aber tot. Ja, Vorteil Jäger. Ich stell mich dann auch tot, aber mehr unfreiwillig. Kann das sein, dass ich nicht zuhaue gerade? Ja. Natürlich. So, wieso lebt Totenkopf noch? Was da los? Ah, guck mal, Silk ist wieder da. Silk, wir haben schon mal weitergemacht. Es war schwer, aber wir haben es geschafft. So, da ist die Pat. Die geht gerade wieder. Dann können wir gleich die nächste Gruppe pullen. Wir müssen gleich nachbuffen. Also tatsächlich, Palipower, schönes Add-on für Paladine. Mir ist leider noch nicht ganz klar, wie es genau funktioniert. Also so grob, klar. Aber jetzt ganz genau, wie es funktioniert, weiß ich noch nicht. Aber das kriegen wir auch noch irgendwann raus. Aber schönes Add-on tatsächlich. Go, go, Power Ranger. Nee, go, go, Gadget. Kennt das noch einer? Inspector Gadget. So, das war übrigens... Was war denn das? Gesummt und nicht gesungen? Das ist hier erlaubt. Sing ist nicht erlaubt. Waren gute Zeiten, ja. Es gibt mittlerweile, das fand ich traurig, es gab ja... Also, Inspector Gadget ist alt. Es war so Mitte 90er, glaube ich, kam das raus. Als Zeichentrickserie. Mit dem guten, alten, schönen Zeichentrick. Wir hatten das Thema, glaube ich, eh schon mal. Mit dem guten, alten Zeichentrick. Sehr schöne Serie. Ich glaube, jetzt dann irgendwann vor 3-4 Jahren, ich glaube, so 2018, 2019, gab es eine Neuauflage von Inspector Gadget mit 3D-schmutzanimierten, extrem schlecht animierten 3D. Hölle auf Erden. Alter Verwalter. Und wenn du das alte mit dem neuen 3D-Scheiß vergleichst, ey, dann lieber Zeichentrick. Guter alter Zeichentrick. Das sah so scheiße aus, jetzt animiert. Das ist so kacke.
Ey, ohne Scheiß. Ich habe mir das angeguckt. Ich guck gerne, ich bin alt, aber ich gucke gerne auch mal eine Kinderserie. Was sich irgendwann für meine Tochter lohnen wird. Was der Papa auch noch gerne Kinderserien guckt. Einfach weil es mir auch nicht an die gute alte Zeit erinnert. Als so alles einfach war. Und man noch keinen Job hatte. Und Vollidiot, man, mit denen man sich rumschlagen musste in seinem Leben. Oh, guck mal, das ist eine Kiste. Und. Oh, Moment. Moment ist zu spät. Das habe ich letztes erst gesehen. Und ja, deswegen tatsächlich so alte Kinderserien, so 90er Kinderserien. Schauen wir gerne an. War auch die beste Zeit für animierte Serien. Oder für Animation halt. Und ja, das lohnt sich. Mal den ja dann zuerst. Ah ja, oh cool. Erdschuss-Totem, oder? Erdschuss-Totem von Schaman. Ich liebe Schaman. Erdschuss-Totem. Das hault einem aus dem Vier wieder raus. Vor allem der Schamane, wenn er das stellt, ist er so ganz gut. Achso, Heal war kurz AFK. Ich bin Paladin. Kein Thema. Da habe ich nur fast selbst hoch. Da ist wieder Urflechte, die können wir noch nicht abbauen. Wir können mal schnell spaßeshalber gucken, was Urflechte, welche Fähigkeit wir brauchen. Wenn es 325 ist, könnte ich mir gerade in den Hintern beißen. Es ist... Ach, sehe ich nicht. Ich habe ein Addon drauf, wo das ausblendet. Fehlermeldung. Wollen wir die Kiste nicht mitnehmen? Würde Kiste... Komm, Kiste, oder? Also, wir nehmen Kiste mit, oder? Komm, wir nehmen Kiste mit. Das ist eine Kiste. Andere Seite Kiste. Guck mal hier, der Krieger auch. Früher war vieles besser, das ist richtig. Und nur Hallöchen. Wie Biene Maya. Stimmt, Biene Maya ist auch animiert. Das kannst du ja auch nicht mehr angucken. Ach ja. Früher war tatsächlich nicht alles schlecht. Pat, Pat. Oh, Pat. Oh, Pat. Oha. Moment, ich brauche Weihe. Okay, Vieren. Gut, jetzt müsste ich wissen, wie man Gottesschild richtig einsetzt. Okay, das war's. Ja, ich hätte jetzt noch Gottesschild oder Handauflegen einsetzen können, aber das sind so viele. Vor allem, die heilen sich auch hoch. Okay, Vibe. Die Pat. Scheiße, die kommt so weit runter. Bisschen viel, das waren jetzt ein bisschen viele Mobs, ja. Die Pat. Teure Kiste soll mit dem Vierpool. Ja, vier, da konnte er nichts dafür. Ich glaube, die Pat, die geht eh ein bisschen runter. Also, die wäre eh gekommen. Ich glaube, wir müssen laufen. Ah, nee, Ank. Ank. Schamane als Heiler. 1A. Ank ist ready. Sehr hübsch. Dann passt es. Silk hat sich totgestellt. Nicht Silk. Chain. Du hattest sogar 4 Schutz. Geil. Was? 4 Schutz? Achso, von dir. Noch besser. Cool. Aber tatsächlich, also das ist dann zu viel, weil es sind halt auch noch 2 Heiler jeweils dabei. Ich hätte jetzt noch irgendwie markieren müssen. Ich kenne mich leider, ich muss es tatsächlich zugeben, ich kenne mich jetzt noch mit den Schilden vom Paladin. Ich habe es jetzt noch nicht gebraucht mit Gottesschild. Ich weiß, dass man, es gibt irgendwie 2, 3 Schilde. Bin ich noch ein bisschen draußen tatsächlich, was die Schilde angeht. Hier ist Segen des Schutzes, dann haben wir das Gottesschild und so weiter. Hand auflegen, klar. Aber auch mit den Schilden. Hätte uns das aber auch nicht wirklich weitergebracht. Muss man ganz klar sagen. Ja, war ein bisschen viel. Können wir mal kurz gucken, wenn die Pat wieder da ist, wie weit die runterkommt. Aber ich glaube, die wäre eher ein bisschen runtergekommen. Das ist dann egal. Ich dachte, Totem hebt 4 auf, aber wohl außer Reichweite. Ja, es sind echt 2 Gruppen, das passt schon. So. Gudi, dann buffen wir einmal nach. Oh, guck mal, ich muss eh nachbuffen hier. Das wäre jetzt ausgelaufen alles. So, das hier, das hier, das hier. Ich krieg natürlich das hier und das hier. Da die Pat nicht zu sehen ist, spielen wir die beiden jetzt mal. Sehr schön ist, dass hier nicht respawnt, also dass die Gruppe, also normalerweise ist es ja so, oder kann es sein, dass die Gruppe dann komplett respawnt, wenn man die Gruppe hier nicht besiegt. In den also beispielsweise in Zanzen ist es ja auch so, also in 10er, 25er Zanzen, dass dann die Gruppe respawnt, das ist hier in 25er Zanzen nicht so. Das heißt, hier stehen nur noch die beiden, was schon mal ganz nett ist.
So. Aura muss ich auch schnell noch anmachen, sehe ich gerade. Auch das hilft mir tatsächlich dann. So, jetzt machen wir hier erstmal einen auf den da und einen auf den da. Ah, ne, die. Okay, die drehen. Okay. Wurde tatsächlich durch den 4 gepult, aber irrelevant. Feuerwiderstand und Ausdauer. Platte. Kurz überlegt, aber. Meine sind nicht viel besser, aber minimal besser. Aber nicht viel besser. So, wir nehmen das hier rein, nehmen das hier rein. Richten das hier, das hier, das hier. Und dann gleich das hier wieder drücken, das hier wieder drücken. Und dann sind die alle tot. Aber ich bin mittlerweile, glaube ich, jetzt gar nicht so... Also wir haben jetzt nur einen Level 62er Heiler. In Anführungszeichen nur Level 62er Heiler. Ich glaube, ich bin jetzt nicht mehr so krass nicht zu heilen, wie es am Anfang war. Aufgrund des Gears. Gear ist immer noch scheiße, aber besser schon. Es ist... bessere Scheiße. So. Hier können wir, glaube ich, auslassen, aber die anderen zwei müssen wir wieder mit, oder pull mal am besten mit, weil wir dann eh die andere Gruppe noch haben. Und dann sind wir schon beim Endboss, sind wir schon wieder mit der Instanz durch. Die Frage ist, wie sieht es bei euch, Jane, Silk aus? Hättet ihr Bock auf Blut, also nochmal Sklavenkünfte, oder wollt ihr nochmal Blutkessel oder sowas machen? Hier wäre es tatsächlich relativ Wurst. Ich glaube, Sklaven gibt ein bisschen mehr, oder vielleicht war, ich hoffe, das war kein Fehler aufgrund des Stunts. Knapp, aber passt. Okay, hat gepasst, war aber knapp. Und ich habe keinen Mana. Brauchen gleich mal Mana-Siegel. Wieso haut meiner eigentlich... Wieso weigert er sich immer wieder zuzuschlagen? Das finde ich mega beschissen beim Paladin. Das ist beim Krieger tatsächlich anders da. Ich stehe ab und zu da und haue mit der Waffe nicht zu, sondern nur mit meinen Spells zu. Das ist ein bisschen nervig tatsächlich. So, dann brauchen wir noch die andere. Da kommen sie. Oh, da ist so Teufelsgras. Das nehmen wir natürlich noch schnell noch mit. Wenn wir gerade schon mal da sind. Bleibst du da? So schlecht. Aber jetzt für einen Paladin eher ungeeignet, wäre eher für einen Krieger. So, ganz kurz hier das Teufelsgras so mitnehmen. Kann ich das abbauen, ohne dass ich die... Also, hole ich die, wenn ich das abbaue? Nee, oder? Teufelsgras würde ich gerne mitnehmen. Anscheinend bin ich sowieso der Einzige, der Kräuterkunde hat. Lebenspartikel, ja, hübsch. 325 erreicht Kräuterkunde, auch schön. So, was haben wir hier noch? Flammenkappe. Können wir auch noch nicht abbauen. Schade. So, oh cool, kein Heiler dabei. Ah Mist, ich hätte vielleicht nochmal... Wobei, man, die kommen erst, wenn man den Käfig aufmacht, kommen die andere Gruppe. Das heißt, solange wir den Käfig zulassen, kann ich nochmal Mana schlürfen. Bevor die andere Gruppe kommt. Weil sobald man den Käfig aufmacht, kommt nochmal eine Patrouillengruppe. Wenn wir einmal Sklavenumkünfte gehen, sollte ich wahrscheinlich im Ruf tatsächlich freundlich sein. Ohne eine Quest gemacht zu haben. So, schnell setzen. Und dann Le Endboss. Le Endboss droppt die Beine, die ich tatsächlich nehmen würde. Die Brust, die Verteidigungswertung, ja, würde ich auch nehmen. Ist halt Stärke und Beweglichkeit drauf, aber ich glaube, die... Ja, die Sockel wären ganz cool. Wobei es dann drauf ankommt, was sockelst du überhaupt rein? Okay, da ist mir jetzt genug Akku drauf. Stirbt! Stirbt der andere, bevor X stirbt.
So, und dann der Endboss. Ah, guck mal hier, der Krieger. Wut vielleicht ein bisschen oben zu halten. Allerdings ist der Endboss extremst langsam. Da dauert eine Weile, bis er kommt. Buff, buff, buff. Was für Buff? Buff? Achso, ich sehe schon wieder dein. Ich sehe dein Pet schon wieder nicht. Ich muss mal die Anzeige ändern, dass ich das Pet angezeigt kriege bei dir. Buff bei dem Typen. Ach so! Ja, komm, das geht. Ach so, ja, richtig. Buff bei dem Typen. Ich hätte mir den Buff noch holen sollen. Aber das geht auch so. Notfalls nehmen wir eine Runde Hand auflegen oder so ein Scheiß. Da klappt. Bin zuversichtlich. So, Kreuzfahrer haben wir gerichtet. Richten jetzt, glaube ich, nochmal Manas. Wenn ich jetzt Manasiegel richte, haut das aber das Kreuzfahrer raus, oder? Glaube ich. Ja, das überschreibt das Kreuzfahrer dann. Wäre auch zu schön gewesen. Das wäre echt cool. Das wäre richtig geil gewesen. Du könntest den Mob voller Siegel packen. Ich habe... Nee, ich brauche das mit Verteidigungswährung tatsächlich, weil ich nicht so viel Verteidigungswährung habe. Lohnt sich das mehr? Gut, dann sind wir durch. Ich frage mal, ob die vielleicht nochmal wollen. Dann können wir, dann könnten wir nochmal gehen. Wir haben keinen Magier dabei, das heißt, wir können eh schon mal rauslatschen. Wenn nicht, dann nicht. Dann müsste man nämlich nochmal... Wegen mir? Ah, guck mal, der Heider ist dabei. Ich bin raus, aber danke für die Gruppe. Gerne. Ja, dann suchen wir einen neuen DD. Wenn der Heiler dabei ist, der Heiler ist super. Den behalte. Der ist adoptiert. Der Heiler. Aber ich brauche auch, dann machen wir die Folge gleich zu Ende. Nur noch eben die Quest draußen abgeben. Ja, wir können mal gucken, ob wir irgendwo noch Teufelsgras haben, stehen lassen. Dann suchen wir gleich mal einen neuen DD. Und dann gehen wir nochmal, würde ich sagen. Und ich könnte... Naja, es wird eng. Also ein Level-Up werden wir mit der nächsten Instanz nicht haben, aber fast. Ich würde irgendwo wahrscheinlich zwei Balken vor dem Level-Up werden wir dann sein. An YouTube schon mal vielen Dank. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Nächste Folge dann nochmal Sklaven und Künfte. Sorry dafür, ich wollte eigentlich tatsächlich Blutkessel ein bisschen Abwechslung reinzukriegen. Aber... Ja. Wenn man schon mal einen Heiler hat, dann hat man einen Heiler und vor allem einen guten Heiler. Und dann an YouTube schon mal ciao und Livestream geht's natürlich weiter.